Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Zweitkanal Broski. Freunde, ihr wisst, es ist mal wieder Zeit für einen Stadion-Vlog. Heute geht's wieder auf Fahrt mit dem FC Schalke 04. Letztes Heimspiel der Saison, wahrscheinlich auch das letzte Video hier auf dem Kanal für dieses Jahr. Also erstmal frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt eine besinnliche Zeit und ich hoffe, euer Verein kann die Hinrunde einigermaßen gut abschließen. Das versuchen wir nämlich auch heute mit Schalke. Wir sind mittlerweile auf Tabellenplatz 13, 2 Siege in Folge, 2-mal in Folge zu 0. Ich bin mal wirklich gespannt, was das hier heute wird. Ich habe eigentlich sogar ein ganz gutes Gefühl, auch wenn Fürth Tabellenvierter ist und übertrieben krass drauf ist. Aber wir versuchen es einfach mal. Ich bin sogar echt mal wieder vorm Spiel so ein gutes Gefühl eigentlich. Will mir wahrscheinlich um die Ohren fliegen. Im Hause Broski weihnachtet es auch schon. Das ehemalige Deko von meinen Eltern wollten die nicht mehr haben. Habe ich mir gezogen. Habe einfach jetzt meine eigene Gondel hier im Wohnzimmer. Super Sache. Jungs-technisch wird aber heute wieder ganz klar auf die Schalke-Jacke zurückgegriffen. Die hatte ich beim letzten Heimspiel an. Da haben wir 4-0 gegen Osnabrück gewonnen. Vielleicht ein kleiner Glücksbringer. Also die wird heute angezogen. Und dann, let's go. Heute sogar ausnahmsweise mal früh dran. Ich streame ja nachher noch. Ich werde jetzt hier erstmal meinen Vater abholen. Heute bin ich mit Fahren dran. Ich glaube, ein Bierchen kann ich mir genehmigen. Aber sollte das heute wieder erwarnt irgendwie... Ja, Schnauze. Ich kann nicht leiser machen. Also sollte das heute wieder erwarten. Ein zweistelliger Sieg werden. Kann ich nicht trinken. Wahrscheinlich verlieren wir zweistellig, Bruder. Muss los. Ja, wie geht's dir? Komm rein. Oh, scheiße. Alles gut? Mein Knie. Ja, ich habe so Knieschmerzen. Oh, was hast du gemacht? Immer noch. Ja, ja. Papa, brauch mal dein Gefühl für heute. Sag mal was an. Ich habe letzte Mal für Osnabrück getippt. Da haben wir gewonnen. Was soll ich jetzt sagen? Tipp für Fürth dann. Tipp für Fürth. Ich tippe für Fürth, ja. Okay, gut. So, willkommen. Guten Abend. Guten Abend. Abend. Oh. Gut. Super. Bitte, Dankeschön. So, da sind wir am Stadion angekommen. Die wunderschöne Felddienstarena. Bei Nacht, muss man sagen. Jetzt kurz nach 5. Ist schon komplett dunkel. Und das Ding leuchtet schön im Blau. Und links, der schwenkt da hinten. Ihr seht's. Trainieren auf die Jugend und da das Vereinslogo auch in den Blaufarben. Geil, Alter. Ich hab Bock, Mann. Heute eigentlich mal mit guten Vorzeichen, oder? Also echt gepositiv war einer sonst. Wir haben 2-mal in Folge zu 0 gewonnen. Aber bleib bei deinem Fürth-Tipp, okay? Ich lasse mich noch nicht zum Tipp hinreißen. Ich warte noch ein bisschen. Schauen wir mal. Ja, um ein bisschen hier die Realität zu wahren. Also Fürth ist natürlich extrem stark. Die haben auch gerade einen krassen Lauf. Und die sind auch Vierter in der Tabelle, ne? Also wir waren bis zum letzten Spieltag 16. Deshalb kleine Brötchen backen. Es wurde mir aber gezwitschert, dass wir heute eine Doppelspitze aus Keke Top und Simon Terodde sehen. Und das würde mich brutal anschieben, muss ich sagen. Das wäre, kann ich mir was vorstellen. Das hat letztens im Testspiel, also schon einen Monat oder so her, hat das gut geklappt. Vorzeichen, wie gesagt, habe ich euch genug zu erzählt. Vor gefühlt 4 Wochen war noch alles scheiße. Es ist auch immer noch nicht alles gut. Aber mit 3 Siegen in Folge könnte man diese Hinrunde tatsächlich noch zu einem halbwegs versöhnlichen Ende bringen. Aber macht sich gut. Hast du wieder Bengalos mitgeschmuggelt oder was? Klar, Marsch. Ach, guck mal, da sind wir doch schon wieder. Wir haben hier 2 coole Zuschauer getroffen. Ich brauche einen Tipp von euch, Jungs. 3-0 Schalke. Ich sag 1-0 Schalke. 3-0. 3-0. Ich sag 1-0. Keke Top 2, Karaman 1. Das merke ich mir. Auf das passiert. Viel Spaß euch, ja? Macht's gut. Ciao, ciao. So, wir sind drin. Hier ist warm, hier ist schön. Und Vater will zum Essen. Oh, ich will den Mann. Heute gibt's irgendwie Ente oder so. So ein fränkisches Sandwich. Vater, gib mal eine Einschätzung hier. Kann man? Gut ist wohl. Nehm ich als gut oder was? Wir haben heute mal ausnahmsweise so viel Zeit, dass man wirklich viel essen kann. Mein Vater hat, glaube ich, gerade 8-Gänge-Menü geholt. Ich habe hier veganen Burger. Ich bin gespannt. Der ist gut. Wow. Ey, sieht zwar wahrscheinlich richtig versaut aus, aber gehört dazu. Der ist geil. Geil, Alter, Gänsehaut. Aufstellung haben wir uns auch schon angeguckt. Brunner spielt und Top Terodde Doppelspitze. Geil, Alter. Ich hab Bock auf ein gutes Spiel, Mann. Let's go. Karaman! Oh, da ist er. Da ist er. Tor! Oh,
Geil, Alter! Schau mal! Ich will Tipps einsammeln hier von der Legende. Was möchtest du haben? Einen Tipp brauche ich. Selbstverständlich. Der Tipp muss ja mal, da muss ich ja mal ein Event draus machen. Der Tipp wird heute präsentiert von der Sargasser Unternehmensgruppe. 2:1. Was sagst du? Sagst du auch 2:1? Was sagst du? 3:2 für uns. 3:2? Ja, alle so optimistisch, ey. Ja, selbstverständlich. Oh mein Gott. Ja, selbstverständlich, bitte dich. Ja, so, und du bleibst bei Fürth, ja, oder was? Vater. 1:2. Genau. Habe ich gegen Osnabrück auch getippt. Ja, das ist gut. Dann machen wir 4-0. Ja, dann liegt bestimmt doch daran, dass du schlecht frisiert. Der ist schlecht frisiert. Ich sag, heute gewinnen wir. Heute gewinnen wir furztrocken 2:0. So, haben wir dich doch. So, ich muss ja noch meinen Tipp nachreichen. Mal einzieht, immer ganz schön. 2:0. So, blau und weiß, wie liebe ich dich. Blau und weiß, verlass dich. Ausverkauftes Haus. Ich sag's immer wieder, diese Fans sind nach wie vor Königsklasse, Alter. Platz 13 in der Liga. Guckt euch an, Mann. Geil. Und rein. Auf ein gutes Spiel. Let's go. Ja! 30 Sekunden gespielt, Junge. Stark. Alles gut. Oh, die Idee war super. Stark, Hallas. War nix. Aber gar nichts. Aber Kaminski holt den super. Okay. Guter Ball. Oh! Weiter, Jung. Stark. Auf geht's, Schalke schießt ein Tor. Ja, das wäre typisch. Bitte nicht. Guter Anfangsphase, muss nicht sein. Stark. Muss man auch mal was Positives sagen hier zu den Auswärtsfans von Greuther Fürth mit einem sehr stabilen Statement gegen den neuen Investorendeal der DFL. Grüße, finde ich gut. Finde ich sehr stark, sich da zu positionieren. Alles gut, nichts passiert.
Es ist unverschämt, aber kannst du nochmal gehen? Ja, lass ihn noch zweimal gehen, ganz genau. Gar nichts. Stark vom Brunner. Ganz stark vom Brunner. Bitte. Nein. Das war abseits. Besser ist das, dass es abseits ist. Ja, auch wenn es abseits ist, ne, aber kann man machen. Boah, er wäre so wichtig gewesen. Stadion erhebt sich, 45. Das wäre der perfekte Zeitpunkt jetzt. So ein geiles Freischuss. Boah, Kaminski mit der Innenseite oder was? Ja, wenn du den machst, spiel ich dich in der Weekend League. Jo, okay. War nicht so schlecht. Halbzeit. 1-0 Führung. Nimm mal mit. Also, kurzes Halbzeitfazit. Ich würde sagen, einer der besten Halbzeiten dieser Saison. Also, vor allem was die Auftritte zu Hause angeht. Einfach, wir spielen das intelligent, ohne Scheiß. Gehen dann in die Zweikämpfe, wenn es sein muss. Ziehen dann mal einen Foul, wenn es sein muss. Wird den Ball deutlich verbessert. Keke, super geiles Tor. Also so kann es gerne weitergehen. Finde ich sehr, sehr gut bis jetzt. Halbzeit 2 läuft. Wir starten mit einem Freistoß. Komm schon. Das wäre jetzt geil. Fürth hat er gerade schon eine große Chance. Ich weiß nicht, ob der hinten war. Vorne ja. Ah, okay, war abseits. Scheiße. Hab gedacht, hinten wäre vielleicht keins. Oh, Fährmann! Ah, das hat sich leider angedeutet. Fürth ist gut aus der Halbzeit gekommen. Ich glaube, es war kein Abseits. So schnell geht's. So schnell geht's. Ersten hält Fährmann super. Mann, Alter. Nach 5 Minuten in der zweiten Halbzeit bringst du dich um super starke 45 Minuten. Ja, ich glaube, es wird zumindest gecheckt. Das wäre jetzt sehr, sehr wichtig. Wäre auch der Klassiker, dass es bei uns abseits ist und da hinten nicht. Das wäre der Klassiker. Nein, es ist kein Abseits. Ja, zählt. 1-1. Nein, gar nicht, Mann! Was ein Scheiß! Okay. Doch. Sehr gut, komm! Bitte. Nein! Hier zum 2-1. Ich weiß nicht, ob das ein Foul war, Alter. Sehr wild. Oh, nächste Verletzte oder was? Kopf muss runter. War gerade verletzt auf dem Boden, aber stark gespielt. Vielleicht angeschlagen. Top! Tempelmann! Ja, das zieht sich so durch bei uns. Keke, Top macht ein super Spiel. Muss angeschlagen raus. Naja, hoffen wir, dass es nicht schlimm ist. Bei Fürth kommt Kerim Çalhanoğlu aus der Knappenspiele. Grüße. Ex-Schalker. Leute, ich kann das nicht mehr. Jetzt liegt der nächste auf dem Boden. Jetzt ist Cedric Brunner verletzt oder was? Der Mann kann seit anderthalb Wochen wieder Fußball spielen. Das kann nicht sein. Fürth ist in der zweiten Halbzeit das bessere Team. Das sieht nicht gut aus. Da geht nicht mehr viel. Bruder! Fußballgott. Neu auf dem Feld in diesen Sekunden, die 41, Henning. Matriciani! Fußballgott. Kann das nicht mehr. Leben lang! Ein Leben lang!
Das war so eine gute Flanke. Boah, war so wichtig, die waren so viel besser gerade. Aus dem Nichts, Alter, aus dem Nichts. Wer hat da geschlafen, Digga? Wer hat da geschlafen? Ach, Junge, Mann. Pass doch auf, Mann. Was so ein wichtiges Tor und dann pennt man einfach. Schalke sein! Weiter geht's. Führung hat 2 Minuten gehalten. Gelb-Rot für Mertens. Gelb-Rot für Mertens. Ey, das gibt's nicht. Mal den ersten Kontakt verkackt werden. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Da macht er ein taktisches Foul. Das kann nicht wahr sein. Du machst so viel gut in der ersten Halbzeit. Du machst so viel Gutes. Und dann in der zweiten Halbzeit machst du. Es ist einfach dumm, Mann. Einfach dumm. Und taktisches Foul ist nochmal gelb, ne? Ich check's nicht, wirklich. Jetzt spielst du wieder 10 Minuten in Unterzahl. Ja, ist keiner da. War wieder der Mohr! 4 Minuten oben drauf. Nur mal zittern. Oh, nee, kannst du wieder Mohr. Freischuss. Boah, komm. Das wäre so ein Lucky Punch, Mann. Komm schon. Kaminski pennt wieder. Er pennt wieder. Abpfiff. 2-2. Ja. Wäre mehr drin gewesen, Alter. Wäre mehr drin gewesen. Aber keine Pfiffe, finde ich auch richtig so. War ein sehr ordentliches Spiel. So, Spiel ist vorbei. Mein Vater gerade nach Hause gebracht. Ja, was soll ich sagen zu dem Spiel? Ist ein ordentlicher, in Ordnung Abschluss für die Rückrunde. Es wäre mehr drin gewesen, muss man wirklich sagen. Vor allem, weil wir in der zweiten Halbzeit wirklich in einem sehr guten Augenblick das 2-1 gemacht haben. Wo Fürth gedrückt hat, was normalerweise, wenn du eine Top-Mannschaft bist, ein Zeitpunkt sein kann, der so ein Spiel killt und dann passt halt hinten einmal nicht auf. Kriegst das 2-2, passt ein zweites Mal nicht auf, kriegst die rote Karte. Trotzdem muss man wirklich sagen, finde ich zumindest, dass ich aus dem Spiel die positiven Sachen mitnehme. Es ist jetzt nicht alles gut vor der Rückrunde, aber du hast nun mal aus den letzten 3 Spielen 7 Punkte geholt, deine 2 Pflichtaufgaben mit Osnabrück und Rostock gelöst und gegen ein sehr, sehr starkes Kräuter Fürth heute zumindest eine super erste Halbzeit gespielt und einen Punkt mitgenommen. Ja, auch wenn du 2-mal geführt hast, ich sag euch ehrlich, ich glaube vor 6 Wochen hätte es noch ganz anders ausgesehen. Da hättest du wahrscheinlich vor allem mit der roten Karte in den letzten 10 Minuten noch ein 3-2 kassiert. Von daher ist es in Ordnung. Die Mannschaft wurde ordentlich in die Winterpause verabschiedet. Haben die Jungs sich jetzt auch, finde ich, nach den letzten 3 Spielen verdient. Wie gesagt, ich will jetzt hier nicht alles gut reden oder so. Die Hinrunde war scheiße, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber es zeigt zumindest mal wieder ein bisschen in die richtige Richtung. Keke Top hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, der Mann ist jetzt nicht irgendwie länger verletzt oder so. Aber der konnte ja noch laufen, war noch 2-3 Minuten auf dem Feld. Und sowas macht Hoffnung. Ja, junge Spieler auf Schalke, wäre mal wieder einer aus der knappen Schmiede. Ich verabschiede mich aus diesem Jahr. Hoffe, euch haben die Videos hier gefallen. Ich glaube, wir haben ja 30 Stadionvlogs oder so runtergerattert oder vielleicht sogar 40 in diesem Jahr. Ganz viel unterwegs gewesen mit meinem Verein, mit dem FC Schalke 04. Nächstes Jahr geht's weiter. Lasst ein Like da, wenn euch die Hinrunde hier gefallen hat, wenn euch die Videos gefallen haben. Und im nächsten Jahr sehen wir uns wieder dann direkt zum Rückrundenauftakt gegen den Hamburger Sportverein. Da müssen Punkte her. Ich will hier gar nicht von Aufstieg reden. Das wäre auch, hätten wir heute gewonnen. Wir sind da 10 Punkte hinten dran, aber du kannst die Saison halt wirklich noch nutzen, um dich mit einem positiven Gefühl irgendwo in dieser zweiten Liga noch im oberen Mittelfeld zu etablieren. Und das muss das Ziel sein, zumindest da oben wieder so ein bisschen anzuschließen für die Rückrunde. Schauen wir mal, wie die anderen Mannschaften spielen. Ich bin raus, macht's gut, wir sehen uns im nächsten Jahr. Kommt gut durch die Feiertage, habt ein schönes Silvester, ein schönes Weihnachten. Lasst ein Like da, macht's gut, haut da rein und ciao, ciao. Und Keke Top ist der Beste, sage ich.